Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show. Wieder mal von Kingdom Rush. Das ist schon das dritte Let's Show. Ich dachte mir noch einiger Zeit. Und weil ich das im Moment so ein bisschen spiele, kann ich euch ja auch mal wieder was zeigen. Wie ihr seht, bin ich schon ziemlich vorangekommen. Und auch was die Upgrades angeht, habe ich fast alle. Die Helden habe ich alle. Ich kann euch diesen Helden hier mal zeigen, wenn wir eine Mission machen. Einmal hatten wir die allererste Mission gespielt, damit ich euch das zeige. Und eine im Wald hier, glaube ich. Man spielt ja immer die normale Mission. Ihr wisst ja noch hoffentlich vielleicht das Spielprinzip, sonst müsst ihr nochmal die Folgen angucken. Und dann kriegt man, ja, je nachdem wie viele Sterne. Am besten, wenn nichts durchgeht, 3 Sterne. Dann kann man das hier machen, Heroic. Ist wesentlich schwerer, gibt es meistens keine Helden. Und dann das hier. Das ist meistens auch noch was gesperrt. Meistens nur eine Welle und hat auch meistens nur ein Leben. Das heißt, wenn ein einziger durchgeht, hat man schon verloren, so ungefähr. Ja. Und sonst, wenn man hier 2 Sterne hat, sieht das so aus. Wenn man 3 Sterne hat, auch, glaube ich. Dann kommt irgendwann dieses Teil und das. Oder umgekehrt. Ja, was machen wir denn mal? Es gibt auch Eismissionen, es gibt alles Mögliche. Aber vielleicht, es wird irgendwann mal auch bestimmt öfters mal Missionen wiedergeben, die ich euch zeige. Aber ich möchte hier vielleicht mal eine lustige Mission zeigen. Mit lustigen Musik und so. Habe ich zwar schon geschafft, aber na gut. Machen wir das einfach mal. Hier ist unser komischer Held, Ingvar. Das ist irgendwie so ein Norweger oder so ein Wikinger oder was ich was. So, wie haben wir das hier immer gemacht? Artillerie baue ich hier mal hin. Hier baue ich meine Magiertürme hin. Hier so ein bisschen so eine Bogenschützen. So, was machen wir denn mal hier? Hier kommt auch übrigens so ein Viech raus. Ach, das ist gar nicht die Mission mit der lustigen Musik. Oh gut, es gibt noch lustigere Musik. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Lass es die mal ein bisschen entwickeln hier. Ach, das ist doch die lustige Musik, stimmt. Der hat auch immer so ein Rohr oder so. Da trötet er rein und ruft seine Gefolgsleute oder so. Hier zum Beispiel. Viking Ancestor. Hier unser Reinforcement. Hier unser Meteoritenhagel, den wir aber noch nicht einsetzen. Dann entwickeln wir mal den Turm hier. Might and Magic. Entwickeln wir mal den. Können wir auch überall hier hinschicken. Je nachdem, wo der gerade gebraucht wird. Ja, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wird vielleicht das ein oder andere Mal sporadisch mal kommen. Let's show. Was man so zeigt. Deswegen, ich habe die Mission ja auch schon durch. Diese hier zum Beispiel. Nicht das ganze Spiel, aber einen großen Teil. Oh oh. Das habe ich vergessen. Mist. Jetzt haben wir so ein bisschen Ärger am Start hier. Ach, Mist. Komm, mach die Platz. Ah, es ist einer durchgekommen. Ach, so ein Mist. Fail. Also wir brauchen hier mehr Türme, die die Viecher abschießen. Ich habe das schon mit 3 Sternen abgeschossen. Ich glaube, wenn ein Leben weggeht, sieht man nämlich, hier sind die Leben, wenn die durchgehen würden. Ich glaube, dann gibt es immer noch 3 Sterne. Bei anderen Missionen, die schwereren, ist es tragisch, weil manchmal darf gar keiner durchkommen. Wie gesagt. Ich beuge hier schon mal ein bisschen vor. Hier sowas.
Können auch schon die wieder rufen, dann geht es schneller. Kriegen wir auch ein bisschen Boni. Manchmal wird das dann auch schneller aufgefüllt. Beziehungsweise ist dann der da. Mal gucken, wie lange die Folge überhaupt wird. Es gibt nämlich auch noch wesentlich längere Missionen. Ich baller mal hier was rauf. Ach ja, das ist ja ein richtig geiles Teil jetzt. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ungenau. Jetzt hat er sich hier verwandelt. Ingvar, so ein Monster. Ist auch noch eine Fähigkeit von ihm. Nein, der soll er nicht hin. Ich wollte hier die weiterentwickeln. Und das ist ganz wichtig, dass sie hier Achse werfen. Dann könnt ihr auch in die Luft werfen. Müssen wir hier auch noch unbedingt machen. Kann man natürlich immer weiter verbessern. Ein klassisches Tower Defense Spiel, kennt ihr bestimmt einige. Aber ich finde das echt ganz nett. So eine Art Spiele spiele ich gerne mal. So ein bisschen gemütliche, wo man sich auch nicht zu blöd anstellt und naja, was man auch zugegebenermaßen manchmal auch ein bisschen leicht aufnehmen kann. Obwohl failen tut man hier trotzdem. Also so ist es ja nicht, ne? Also das sind halt, ich nehme gerne Spiele auf, wo ich genau weiß, was ich ungefähr noch zu tun habe. Mit Missionen und bla bla bla. Weil ich bin vielleicht ein bisschen unkreativ, was das angeht. Ja. Dass ich manchmal nicht weiß, was ich so in gewissen Spielen bauen soll oder sowas in der Art, ne? Aber das kriegt man schon eigentlich einigermaßen hin. Hier bauen wir auch nochmal diese Dinger. Vielleicht noch mehr Typis hier vielleicht. Mal einen Wegpunkt setzen. Jetzt habe ich die Axtwerfer hier vergessen. Na gut. Die sind nämlich echt stark, habe ich festgestellt. Aber hat auch erst eine Zeit lang gedauert. Muss mal gucken, was man als erstes weiterentwickelt und was nicht. Und ob man noch irgendwo was lieber hinbaut. Wie zum Beispiel hier. So, haben wir wenigstens überall was gebaut. Die kriegt ihr doch noch irgendwie auch noch alleine hin, den Macker, oder? Den Dark Knight. Zwar nicht... kein Batman oder so, aber... So, jetzt machen wir das mal lieber. Time for Blood. Wo ist denn hier? Ach, das ist Ingvar. Gibt ja auch ein Gewürz. Anders geschrieben. I-N-G, V-E-R oder W-E-R. Und der wird ja so geschrieben. Ja, egal. Oh-oh. Ballern wir mal lieber was drauf hier. Ballert aber überall, ne? So ein bisschen, naja. Musst du den zerstören hier, los. Weil der beschwört immer die Skelette. So. Immer die nächste Welle kann man vorher rufen, wie gesagt. Rauf da! Und die verschwinden auch wieder. Aber der beschwört immer neue. Es gibt aber verschiedene Helden mit dem Hammer, einer, der mit dem Hammer alles wegballert. Einer mit Feuer und so, die mochte ich auch mal ganz gerne hier. Probier doch auch mal verschiedene aus. Ich kann auch noch gerne noch ein paar andere Missionen zeigen, wie das hier so abgeht. Also das ist noch harmlos, das ist noch richtig harmlos. Es kann noch richtig abgehen, wenn man es ein bisschen... Wir müssen mal auf den Lava-Aid eventuell gehen. Ich muss hier ein bisschen entwickeln, das darf ich nicht vergessen. Dass man zu viel Geld hat. Man kann nie genug Geld haben, aber hier sollte man das echt ausgeben. Aber wir rufen schon mal die nächsten. Das kriegen die auch noch irgendwie hin hier. Da ist er auch wieder. Aber schicken wir den mal hier hin. Wie der mal redet, ne? So, hier nochmal Axtwerfer. Die entwickeln wir auch noch weiter. Also,
Aber ja, ach ja, die müssen wir auch noch erstmal. Ja, sind ja noch so kleine Pürkes hier. Bryce. Achso, so heißen die mit Namen. Okay. Ich mag die Musik. Ballern wir hier was voll. Schade, es ist, hätte es lieber ein bisschen genauer und das ist hier auf einen Fleck und dann ein bisschen stärker, aber naja, gut. Das brauchen wir gerade nicht. Jetzt kommen wieder Fliegen, ne? Ah, können wir uns gerade nicht leisten. Kriegen wir es hin hier? So, und haben wir noch unseren Gedöns hier. Kriegen das hin, aber nur so einigermaßen. Ne? Könnte alles ein bisschen weiterentwickelt sein. Den mal zum Beispiel. Und den. Das macht der andere schon. Ach, wir rufen schon mal die nächsten. Scheißegal. Scheißegal. Bände machen. Bam, bam, aber ist schon stark, ne? So, dringend weiterentwickeln. Man muss es immer selber beobachten, was gegen was gut ist, aber man kann immer fast alles gebrauchen, was man weiterentwickelt, natürlich. Ich glaube, brauche hier auch mal mehr Wucht. Komm, man muss den mal zerstören. Der spawnt mir zu viele Einheiten. Und da gibt es ja auch einen Friedhof und so bei einer anderen Map. Ach, machen wir das mal. La Tour Ratonito, Benjamato, Polidotta. Ja, greif doch an, los. Hier muss man auch immer alles sagen. Das sind drei Viecher, so. Der kann bis Level 10, kann der sich hochleveln. Hier machen wir auch mal den. Arcane Wizard. Wir hätten auch einen anderen nehmen können, wie gesagt. Okay, gehst du mal da. Bantuman, Bantuman. Ich glaube, ich mache das jetzt so, wenn ich jetzt Shows mache und Forest kommt ja alle zwei Tage, dann kommt ein Let's Show um 18 Uhr, damit ich nicht. Naja, man weiß ja nicht, um 17 Uhr macht manchmal der Kevin auch was. Um 14 Uhr ist ja eigentlich Formel 1 angedacht. Man weiß ja auch nie, was 15 Uhr kommen könnte. Und 16 Uhr ist der Hero of the Kingdom 2 und 19 Uhr ist das Base Engineers. Also Let's Shows gibt es vielleicht um 18 Uhr einfach. Wenn kein The Forest kommt. Hier und da mal. Ne? Also es ist nicht die Regel oder so. Gab ja auch schon lange kein Let's Show. Oh, wir mächtig Kohle. Schon ist sie wieder leer. Das kommt, wenn man sabbelt, ne? Ingvar hört sich fast an wie Halvar von Vicky und die starken Männer. Kennt ihr bestimmt auch. So, hier machen wir mal einen Tessa-Sprung. Hier können wir noch Big Bertha machen, ne? Ja, die ist auch ganz nett. Pell jetzt mal so ein bisschen. Zack. Say hello to my little friend. Boah.
So, entwickeln wir mal die Echse noch ein bisschen weiter hier. Ach, holen wir schon mal die nächsten, scheißegal. Ah, wird alles immer stärker und stärker. So, da sind die Äxte schon mal ganz gut. Zumindest die schwingenden, da hat er noch gar nicht. Stimmt. Kostet erstmal ein bisschen mehr. Man kann natürlich auch immer mehr, aber... Bei dieser Mission ist es nicht so, notwendig, sagen wir mal. Ist nicht die schwerste Mission. Es gibt schwerer. So. Ja, macht so auch mal was da. Hier, dann baller ich da was voll. So. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen mehr weiterentwickeln, würde ich sagen. Das, haben wir das auch. Sieht man manchmal gar nicht mehr, ne? So, jetzt kommen wieder fliegende Geschöpfe. Ja, das kann auch angreifen. Und die auch. Ja, die sowieso. Sieht das ja schon anders aus. Nämlich ganz nett. Der ist Level 10. Den entwickeln wir auch mal voll. Hätte er wieder so machen oder als Scharfschütze? Musketier. Das können wir auch gleich mal machen. Ja. Wir können schon die nächsten rufen. Scheißegal. Ich habe mir eine gute Stellung. Eine gute Stellung zu haben ist immer ganz nett. In vielen Dingen, sagen wir mal. Ne? Also. Die entwickeln wir nochmal weiter. Das ist schon Welle 17. Wir sind auch bei über 17 Minuten. Das passt doch. Entwickelt die auch mal nochmal weiter. Ob hier hinten noch was getan werden muss. Puh. So, nehmen wir jetzt den Sorcerer Mage. Das ist der Arcane Wizard. Und ihr seht ja auch immer, was er so kann. Das ist unterschiedlich. Man kann sich auch in Schafe verwandeln. Ist auch lustig. Freedom! Ja, alle wollen immer Freiheit. Hier kommt nichts mehr durch. Doch. Dafür sorge ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hier hinten ist eigentlich nur so Notpflaster, glaube ich. Also wenn man es hier vorne gut macht, und dann hast du quasi gewonnen. Zumindest bei der Mission. Also bei späteren kann man gar nicht genug ausbauen. Und hier, was hier noch alles ist, was dann noch alles ist mit Gift und... Sniper-Shot trifft man besser und hier noch ein bisschen. Ach, das kann nicht schaden. Das kann auch nicht schaden. Bam. Okay, komm jetzt schon langsam die letzte Welle, du. Die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Ich bin der Benjamin Prophet. Hab ich schon mal gesungen. Ja, entwickeln wir hier mal ein bisschen viel Damage, ein bisschen höher. Flächenschaden. Cluster Launcher. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre es schon, aber nee. Weil es meistens auch billiger, nicht immer.
man auch immer öfters. Hat er auch mal zum Schaf? Nee, ne? Bis jetzt noch nicht. Gar nicht mehr notwendig. Ja, haben wir das gleich geschafft. Mal so ein kurzer Einblick in eine Mission, halt ein Let's Show. Und in der Let's Show habe ich die Mission dann meistens auch schon geschafft. Deswegen ist es ja kein Let's Play, deswegen ist es ja was zu zeigen. Man kann immer noch ein bisschen fehlen. Einer ist leider durchgekommen, aber na gut. Wollen Sie kein Schaf zaubern? Man kann sie auch so ein komisches Viech rufen. Ah, hier, genau. Jetzt haben wir auch eins. Ist auf unserer Seite. Bam. Aber wir haben jetzt mal wieder gewonnen. Naja, was soll's. Das war eine weitere Let's Show. Kingdom Rush. Und wir sehen uns hier irgendwann wieder oder bei einer anderen Let's Show, bei einem anderen Let's Play, einem Let's Test oder whatever. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Prophet Benjamin. Am besten nennt mich einfach Benny. Finde ich besser. Tschüssi.